Einen Tag nach dem Messerangriff auf Passagiere eines ICE in Bayern ist der mutmaßliche Täter in eine psychiatrische Einrichtung überstellt worden. Die Ermittler gehen derzeit nicht von einer terroristisch motivierten Tat aus, sondern sprechen vielmehr von Hinweisen auf eine psychische Beeinträchtigung, wie der zuständige Oberstaatsanwalt bei einer Pressekonferenz in der Oberpfalz mitteilte. Der Sachverständige kommt nach seiner vorläufigen Begutachtung zum Ergebnis, dass der Beschuldigte aktuell unter einer paranoiden Schizophrenie leidet, unter wahnhaften Vorstellungen, und kommt deshalb zum Ergebnis, dass die Schuldfähigkeit des Beschuldigten zur Tatzeit aufgehoben war. Der mutmaßliche Täter, ein 27-jähriger Syrer, der seit 2014 in Deutschland lebt, hat am Samstag im ICE Passau-Hamburg wahllos Mitreisende angegriffen. Dabei wurden 4 Männer verletzt. Die Polizei konnte den Angreifer noch am Zug stellen. Warum er zustach, ist weiterhin unklar. Die Durchsuchung seiner Wohnung und seines Umfeldes ergab keine Hinweise. Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen keine Anhaltspunkte für einen islamistischen oder terroristischen Hintergrund. Es gibt ebenso keine Anhaltspunkte aus den laufenden Ermittlungen, Durchsuchungen und Vernehmungen darauf, dass es für die Tatausführung des Täters eine Planung oder eine Vorbereitung gegeben hat. Der Beschuldigte wird bis zum Beginn des Verfahrens im Bezirksklinikum Regensburg untergebracht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem versuchten Mord in 2 Fällen, versuchten Totschlag sowie vorsätzliche Körperverletzung vor.